Kind raten, wo die neue Königin versteckt ist. Oben rauf, oben rauf. Ja, wo ist sie denn? Oben rauf. Ich möchte oben abgehen. Das ist unsere neue Spargelkönigin. Sina die Erste. Wo ist unsere Rosina die Erste? Die Rosina, das ist die echte Abkürzung der Rosina. Sina die Erste. Ja. Aus dem Landkreis Eichach-Friedberg. Sie macht ein Praktikum. Sie stellt sich dann schon selber vor. Nehmen du jetzt Platz nehmen willst, bitte. Dann hat der Spargelverband Südbayern die Gepflogenheit, dass immer der Sitzbürgermeister die Krönung vornimmt. Also bitte den Bürgermeister von Imchenhofen, Herrn Metzger, nach vorne, Leerhard Pfeile. Aber ich muss ja für die Norddeutschen auch sagen, Imchenhofen, muss ich übersetzen. Dann haben wir den Geburtsbürgermeister aus Gersthofen. Herr Wagner, Gersthofen ist ein bisschen größer wie Schrumpfhausen. Ja, ey, war schon 8000 noch mehr. So, und du heißt? Leon. Und du? Lena. Ah, die beiden haben also die hohe Aufgabe übernommen. So, wer von euch will jetzt die Krone machen? Der Lehrer da, also. Das Zepter nimmt der Herr Wagner. Und der Dr. Brando, der heute bei uns ist, übernimmt die Ehre, die Schärfe. Komplette Königin, Sina die Erste. Herzlichen Dank, Herr Dr. Brando. So. Sie macht ein Praktikum auf dem Spargelhof. Wo ist er denn? So, hallo, guten Tag. Es ist mir eine Ehre, hier sein zu können.
Ich heiße Sina Göppel, bin 20 Jahre alt und ich studiere Landwirtschaft an der Hochschule Rhein-Stefan. Meine praktische Ausbildung mache ich auf dem Spargelhof Wagnerhof bei der Familie Gampel in Einertshofen. Und ja, ich hoffe, dass das Jahr ganz toll wird. Und ich hoffe, dass ich allen Erwartungen gerecht werden kann. Und für die nächste Spargelsaison wünsche ich uns allen eine unfallfreie und ertragreiche Zeit. Und heute Abend noch weiterhin eine schöne Unterhaltung und eine gute Heimreise. Eure Sina die Erste. Herzlichen Dank. Herr Bürgermeister aus Schwabenhausen, schöne Grüße. Ja, liebe Nina, Sina. Ich werde mich daran gewöhnen im Laufe des Jahres. Liebe Sina, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, dass du die Spargelkönigin 2013-14 sein kannst. Du wirst sehen, eine aufregende Zeit liegt vor dir. Ich wünsche dir, dass deine Erwartungshaltung in Erfüllung geht. Ich wünsche dir viele Begegnungen, viele interessante Gespräche und viele, viele interessante Momente, dass du dann in einem Jahr, so wie deine Vorgängerin, hier uns dann wieder berichten kannst, was du in deinem Jahr als Spargelkönigin alles erlebt hast. Alles, alles Gute. Und du wirst ja nicht nur den Schrobenhausener Spargel repräsentieren, sondern damit natürlich automatisch auch die Stadt Schrobenhausen. Und ich lasse mir die Ehre immer nicht nehmen. Die erste Nadel, von diesen wirst du noch viele sammeln. Die erste Nadel soll aber die Nadel der Stadt Schrobenhausen sein, die an deine Schärpe zu hetzen. Gibt's ja nicht länger. Oh ja.